Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Ich dachte, ich spreche schon mal im Ladebildschirm weiter, weil ich ja versprochen habe. Wir beginnen den Part mit dem 7. Kapitel und ja, wir sind in der Kirche. Ich hätte dieses Saufig umbringen müssen, es hätte sicher einen Haufen grünes Dingens gegeben. Boah, Alter, ich habe eh schon keine Munition mehr, ich bin eh schon so arm wie eine Kirchenmaus. Boah, ey. Das kam aus der Nähe. Alter, ihm geht's auch nicht gut. Aha, ich glaube, wir haben unsere Partnerin gefunden. Unsere Kollegin, Kidman. Zuerst einmal Munition, Streichhölzer, lautes. Ja, er hustet wieder, das ist nicht gut. Boah, ich hoffe, dass wir ihn retten können. Da haben wir auch noch was. Kartenfragment 13. Wow, ich habe wieder mal eins gefunden. Okay, da hinten ist nix. Hey, Alter. Joseph, geht's dir gut? Sebastian, hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Von ganz weit oben. Oder wenn die U-Bahn kommt. Stell dir vor, du spürst diesen Drang eine Minute lang. Dann 2 Minuten. Du hast es jetzt schon 3-mal bekämpft, Joseph. Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu. Ich habe keine Angst, es zu bekämpfen, Sebastian. Ich habe Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Ich weiß nicht. Und ich kann es auch nicht erklären. Es reicht tiefer. Es ist ein Instinkt. Und er wird stärker. Aha, jetzt ist er wieder da. Na, großartig. Das könnte... Ja. Oh, oh. Oh, nein. Nein. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Au! Ja. Wo sind wir hier schon wieder? Der Wächter. Och nein. Kapitel 7. Habe ich schon gesagt, ich möchte nach Hause. Ich brauche Urlaub. Puh. Okay. Wie immer mal Waffen überprüfen, ne? Munition da voll, da nix. Schnell machen. Kontrollpunkt, wie schön. Voll. 2 Stück. Okay. Schrot ist geil verkehrt. Fangen wir wieder mit der Pistole an. So. Oje, 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 oje. Ich sollte schnell meine Partner wiederfinden. Oje, 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 Mine. Ja,
Und so? Wie geht's euch? Alles gut? Ah ja. Oh, Ratten. Können wir das auch zusammenhauen? Nein. Okay. Ich hätte das da gern. Aha, da kann man rauf irgendwie. Okay. Das hier ist schon echt hart, ne? Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Na, ich soll zuerst vielleicht rundherum gehen. Ich weiß nicht, was richtig ist. Keine Ahnung. Das nicht. Verstehst du, ich habe mir noch gedacht, da ist eine Bombe irgendwo. Mit Sicherheit. Ich habe es mir noch gedacht. Aber nein, ich muss wieder drauf losbrechen. Ich werde eh verrecken. Es ist eh wurscht. Beim nächsten Mal kann ich es wieder probieren. Ja. Ich hätte einen Hund umbringen sollen. Warum jetzt schon wieder eine Flasche? Ach, nö. Ach, nö. Ja. Ja. Was soll ich noch dazu sagen? Nix. Mal schlucken anständig. Da wäre vielleicht noch was. Ja. Ach ja. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Gut, kommt er zurück? Ja. Kommt er. Die Frage ist, ob er bis ganz hierher kommt. Wenn, könnte man vielleicht dann ermorden. Na, der bleibt da unten. Okay. Wie geht das? Wie geht das? Wie? Warum? Ich hab geschleicht. Geschlichen. Geschleicht. Verstehst? Alter! Ich sehe nichts mehr. Weißt du, langsam. Weißt du, langsam, ehrlich wahr. Das ist nicht mehr lustig, echt. Was, das ist echt nicht mehr lustig, muss ich schon sagen. Na, echt jetzt.
Ich bin nur dahin gegangen. Ich habe keinen Lärm gemacht. Ich habe geschleicht. Mäh. Ob ich das schaffe, ich glaube fast nicht. Dauert zu lang wahrscheinlich, bis ich unten bin. Da müsste ich jetzt schönes Glück haben. Habe ich sogar mal, ausnahmsweise. Ja. Schön, dann kann ich jetzt zurückgehen. Ja, ich bin frustriert. Ja, wirklich. Bin ich echt. Bin ich wirklich? Bin ich echt. Ach, komm. Nicht einmal mit der Faust kann er hauen. Na, echt. Bin wirklich... Ich bin echt, echt frustriert. Das kann ich gar nicht anders sagen. Muss ich echt sagen. Na, wirklich. So. Dann gehen wir halt weiter, ne? Hören du jetzt mal nix. Was? Alter. Nee. Ich hätte gern wieder so einen Safe-Raum. Was ist das für ein Bild? Meh. Und hauen. Ja, ich bin echt frustriert. Das kann ich gar nicht anders sagen. Wirklich. Das ist echt meh. Und jetzt? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Ah, da drüben ist eine Tür. Glaube ich, dass es eine ist. Hm. Scheint locker zu sein. Ah, jetzt hat er auf einmal ein Messer. Das ist nicht dein Ernst. Altes Steinrelief. Dieses Steinrelief wurde aus einer Steintür herausgebrochen, wo es scheinbar die Funktion eines Schlüssels hatte. Toll. Mann. Ja, da würde ich mich auch gern hinlegen, ehrlich. Wow, ein Schlüsselchen. Ich glaube, ich träume. Cool. So. Und lesen. Was haben wir denn da? Notiz aus Katakomben. Hilfe! Das metallische Stampfen. Er kommt. Ach komm, hör auf. Ich renn weg, aber er folgt mir. Gott, hilf mir. Hilfe, 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 Hilfe. Ja. Ja. Ich schwitze. Mir ist warm. Ich krieg die Krise. Ich hab Angst und ich will nach Hause. So. Alter, ich schwitze. Meine Hände. Alter. Ja. Es tut mir sehr leid übrigens im Nachhinein, dass ich diesen Hund nicht besiegt habe. Ich weiß, ich habe wahrscheinlich einige von euch enttäuscht, erzürnt vielleicht sogar. Ich sollte die Klappe halten. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben.
Ach, ich hätte ihn besiegen sollen, aber ich habe nichts Gescheites an Munition. Ich bin jetzt schon froh, dass wir wieder ein bisschen was haben. Ich muss weiterhin dafür sorgen, dass ich Eisen spare. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wir werden sterben, wir werden sterben, wir werden sterben. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Irgendwas war damit leer. Wahrscheinlich das. Och, drei Steine brauche ich. Oh na, wetten, da kommt da hinten. Och nö, da kommt sich auch nö. Mehrmals viele Gegner. Oh je, Mine. Und ich habe keinen Partner mehr und das ist alles scheiße. Safe Room. Safe Room. Okay, bevor das Ganze hier beginnt, bevor wir den Stein einsetzen und dann hier wahrscheinlich die Welt untergeht, schauen wir uns mal kurz um. Wir brauchen Munitionchen, wir brauchen Nerven, ich krieg's bis zur gleichen Anfall. Das war's. Ein grünes Minute. Warum ist da eine Eisenkugel? Ach, ich will's nicht wissen. Ach, ich will's doch gar nicht wissen. Ich will es doch nicht wissen. So. Na, nicht schlagen. Einmal aufheben, bitte. Lillys Geburtsanzeige. In Liebe begrüßen wir Lilly Lynn. Ich denke Lynn, oder? Ich hoffe. Castellanos, geboren am Dienstag, den 18. Juli 2006, um 9.56 Uhr. 3,31 Kilo schwer, 35,5 cm. Wir sind so stolz auf dich, Sebastian und Myra Castellanos. Kartenfragment? Nein. Ich werde so sterben. Ich werde so verrecken. Bist du deppert? Boah. Ah, was haben wir denn da? Ah, hier sind wir wieder. Okay. Katakomben entdeckt. Katakomben unter Kirche entdeckt. Pastor sagt, nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wer trägt Verantwortung? Bei den Reparaturen des eingebrochenen Bodens entdeckten Arbeiter einige Tunnel unter der Kirche von Seta Hill. Und behaupten, Mumien gesehen zu haben. Die Kirche, oh Gott, hör auf. Die Kirchengemeinde verweigert Historikern den Zutritt mit der Begründung, dass dies einer Entweihung der Kirche gleichkäme. Ach, halt die Gusch. Also. Halt die Gusch. Wen haben wir hier? Ich hau dich. Chris Taylor. Chris vermisst Chris Taylor, Vorarbeiter, verschwand bei der Beaufsichtigung der Reparaturarbeiten an einem eingebrochenen Kirchenboden. Die Arbeiten standen kurz vor dem Abschluss, daher ist ein Sturz unwahrscheinlich. So, Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Den, na, die Waffe brauchen wir eigentlich nicht. Ich, auftreten. Naja, egal. So. Wir haben einen Schlüssel. Ich werde ihn bei der Tür, hier auf der Seite mal, ha? Den hier vielleicht. Was haben wir denn da Schönes? Lala, lol. Wow, 5000, okay. Lalilalila. Schön. Wo gehe ich hin? Ja, Karte. Das ist aber automatisch, ne? Ja, passt. Da haben wir viel übersehen, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. So. So. Sollen wir hier mal hinschauen? Hier geht eh nichts. Ach, da macht immer die Tür so langsam auf. Ich will immer doppelt draufdrücken. Gar nicht. Egal. Ich denke immer, da liegt vielleicht was Interessantes für uns, aber nichts da. Ist da hinten jetzt der Keller? Na, das war nur einmalig. Also echt.
Gut, wir machen jetzt ein bisschen Überlänge. Wir versuchen noch schnell was Vernünftiges zu lernen, was uns eventuell helfen könnte. Ich wüsste nicht mehr was. Mir kann niemand mehr helfen. Ich habe so Angst, dass ich das Spiel nicht fertig bringe, ne? Weil ich zu viel Fehler gemacht habe. Boah, ich würde das echt bereuen. Da habe ich wirklich, also da habe ich wirklich Angst davor. So. Lebensanzeige ist mir wurscht. Ich bin sowieso immer am Frecken. Ich würde schon sagen Reserve eigentlich. Wobei hier bei der hier haben wir schon genug. Da haben wir schon 20. Film, ich glaube, da finde ich gar nicht so viel. Das ist nicht teuer. Das machen wir mal. Ich skill jetzt einfach so gut es geht alles, was nicht so teuer ist. In der Hoffnung, in der Verzweifelten, dass es was bringt. Ich muss mich schon selber auslachen. So. Genauigkeit. Weiß ich noch nicht. Hier mal Schrot. Gibt es irgendwas, was nur 1000 kosten würde? Feuerrate, Crit. Magazin, nehmen wir da einmal mehr. Scharfschützengewehr, Schaden ist zu teuer. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit können wir machen, das kostet nur 1000er. Was haben wir dann hier noch? Armbrust, ist alles sehr teuer, Reichweite höher. Nachladegeschwindigkeit wäre super. Schauen wir mal, Reserve. Ist da noch irgendwas günstig? Scharfschützengewehr eventuell. Granaten, ja. Falls wir noch jemals welche finden, Spritzen haben wir abgeschlossen. Streichhölzer wären nochmal plus 5. Ich weiß nicht, ich glaube 10. Ist 10 schon genug? Ja, sonst machen wir halt noch einmal dazu, dann haben wir 15. Schrotflinte plus 2, das ist halt sehr teuer. Qualbolzen, Explosivbolzen, was haben wir denn hier? Alles sehr teuer, ne? Blendbolzen, Explosivbolzen, was macht der? Mehr Damage? Hohen Schaden bewirkt, verwundet Gegner in einem Umkreis von 3 Metern, aber der Schaden nimmt mit der Entfernung zur Explosion ab. Ja, logisch. Schockbolzen, Kälte, Harpune. Zusätzlicher Schaden plus 30%. Der wäre gar nicht so verkehrt, oder? Machen wir den mal vielleicht. Okay. Können wir doch bei unserer Pistole was machen? Nur mehr die Munition, die Genauigkeit eventuell und den Crit. Da die Pistole sowieso mein meistgenutztes Dingens ist, wäre vielleicht Crit nicht so schlecht. Dann sind wir halt pleite. So. Mal schauen. So. Hoppala. Hat eigentlich nur den Stuhl runter. Ja. So. Hallo, Gnädigste. Ich möchte gerne einmal speichern. Neuer Spielstand. Wenn es geht. Geht das überhaupt noch? Sonst muss ich einen alten nehmen. Ja, machen wir halt. Ja. Habe ich drüber gespeichert. Okay, mit Wolf nicht so schlimm sein. Puh, schön. Ja, gut. Puh. Alter, wir werden es so verrecken. Na gut, ihr Lieben. Ich habe vergessen zu schauen, ob wir noch bei dem anderen Tresor noch was Beut ausrauben können. Ich glaube, da haben wir schon alles gehabt, ne? Spritzen und so war, glaube ich, dabei. Die haben wir auch schon zu gänzlich aus... also mitgenommen. Ich glaube, da... Ahwohl, da ist noch was. Da wäre noch was gewesen. Ja, Miep. Ansonsten ist alles zu. Okay.
Okay. Passt. Hätten wir das auch. Okay, ihr Lieben. Puh. Ich glaube, das war's für heute. Mit Überlänge. Tut mir sehr leid, aber naja. Was muss, das muss. Boah, ich würde mich so gerne mal hinlegen, ne? Dass ich mal. Das finde ich gemein, ne? Dass du hier nicht dich irgendwie ausruhen könntest, dass du wieder voller Leben bist. Das wäre halt schon cool gewesen. Aber naja. Was soll's. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.